Wenn ich an euch denk, denk ich an Sommer auf Wiesen liegen, Bier genießen, reden, bis die Worte fließen wie die Isar in der Stadt, die nie Berlin war. Dorf mit Schickeria, hier nicht Pfeiffer, sondern Nina. Geh gern weg und komm gern wieder, mag die Stadt mit ihren Lichtern. Häng an den Gesichtern, den Mädels, den Jungs, den Rappern, den Dichtern. Hier geboren, aufgewachsen, groß geworden und ausgewachsen. Mach hier meine Platten, seit wir den... Wir haben eine schöne Einladung erhalten von der Julia Fichtel, die ist ja auch schon durchs Muckbook gewandert, die organisiert mit Anna zusammen die Manic Street Parade und die haben gesagt, wir dürfen da zusammen spielen. Also wir kannten uns jetzt vorher direkt noch nicht, ich wusste schon, was die Jazz Rausch Big Band macht und die Jazz Rausch Big Band ist seit Jahrzehnten ein großer Fan von mir, es ist wirklich unangenehm. Und dann haben wir auf jeden Fall gesagt, wir probieren das jetzt und haben dann angefangen zu proben und es lief herrlich und dann haben wir gesagt, wir können jetzt eigentlich nicht nur ein Festival spielen, wir müssen noch mehr machen. Mhm. Und dann ist was zusammengekommen, was ganz selten zusammenkommt, nämlich Zeit, Mittel und Energie von in dem Fall 20 Personen, die gesagt haben, lass uns das einfach jetzt auf die Beine stellen und im August, also das war 4 Wochen vor der Entscheidung, lass uns das jetzt einfach durchziehen und ein Album machen. Mittlerweile hängt jetzt noch eine Tour dran und gerade fangen wir auch an, Sommerfestivals zu buchen. Also es ist unheimlich schön, beides getrennt zu sehen. Unheimlich unschön, aber es ist super. Mhm. Weil ich nicht bei euch sein muss, um bei euch zu bleiben. Sehen uns zwischen den Zeiten im Zwischenraum. Also, dass man Hip-Hop mit so einer großen Band spielt, ist, glaube ich, was es selten gibt. Deswegen gab es keine Möglichkeiten vorher zu sehen, wie das klingen soll und ob das funktionieren kann. Und dann zu merken, dass es funktionieren kann, dass es so gut funktioniert, war das Spannendste. Und auch zu sehen, wie gut die 20 Leute, die man auch nicht immer kontrollieren kann als Ganzes, zu sehen, wie gut jeder mit der Nina zurechtkommt, wie sehr jeder Einzelne aus der Band das möchte und dadurch, was da für eine Gruppendynamik entstanden ist, dass wir das Programm zusammen machen können, das hat sehr glücklich gemacht. Die Jazzrausch Big Band ist ja eine feste Big Band, das heißt, wir mussten jetzt nicht Einzelkünstler casten oder buchen. Da hatte ich das große Glück, einfach mit dem Roman einen Schwung unfassbar talentierte Musikerinnen und Musiker zu bekommen. Also das war schon mal ganz klasse. Und das ist ja auch nicht das erste Album der Jazzrausch Big Band. Die sind ja gewöhnt, verschiedenste Projekte zu machen. Und es ist auch nicht mein erstes Album gewesen. So dementsprechend lief das wirklich gut. Also das, ich sage ja, es ist ein Geschenk. Es passiert nicht oft, dass es menschlich, musikalisch, zeitlich, finanziell einfach stimmt und man was machen kann. In so einer Geschwindigkeit in den 4 Wochen. Gebe ich nicht auf, weil ihr das niemals zulasst. Und wenn ich zu lang verschnaufe, sagt ihr... Auf der Bühne sind wir dann 20. Und mit der ganzen Travel- und Tour-Crew sind wir 24, glaube ich. Und mein, das ist ja gerade das Schöne, dass wir natürlich aufgeregt sind, obwohl wir, oder ich zumindest, oder die Band, weil das ja was für uns wirklich was Besonderes ist. Und sobald man mit was Besonderem auf der Bühne steht, wir sind nicht nervös, aber wir freuen uns halt sehr drauf. Und das ist natürlich eine positive Aufregung, die da in der Luft und in den E-Mails und im Probenraum schwirrt. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt. Manchmal denke ich mir, oh Gott, lassen wir jetzt einfach was machen. Einfach nur. Aber das sind ja die besten Sachen. Ich mache das jetzt 17 Jahre und es ist mir schon lange nicht mehr passiert, dass ich wirklich, schon wenn ich dran denke, schwitzige Hände bekomme. Oh Gott, was haben wir denn nur gemacht? Aber es wird super werden. Ich meine, ich habe halt 20 Leute hinter mir, ne? Da, keine Angst vor Legenden, sage ich da einfach nur. Okay, du darfst 2 sagen und ich 2. Ich sag groß und laut. Gut. Glücklich und besonders. Er ist groß und laut und ich bin glücklich und besonders. Danke, wir haben es geschafft. Danke euch. Ich euch hab, selbst wenn ich nach außen hab und zu oft viel zu kübeln, wird's immer, wenn ich euch sehe, in mir wieder Frühling. Summer old friend, come to mind. Summer old friend.